Sehr geehrter Jetzt am Wort ist Martina Kaufmann von der ÖVP. Hier im Haus, aber vor allem auch liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Wir diskutieren seit heute in der Früh mit kurzen Unterbrechungen ein Thema, das Sie alle, das uns alle beschäftigt, nämlich die Teuerung, die Herausforderung, vor der wir alle stehen, aufgrund zum einen von der Corona-Pandemie, die wir alle noch nie erlebt haben, eine Pandemie, eine Bewältigung auch einer Pandemie, wie man damit umgeht, was das bedeutet auch für Betriebe, was das bedeutet auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor 8 Wochen, gar nicht unweit von uns, auch einem Ausbruch eines Krieges, was wir uns alle eigentlich nicht mehr vorstellen haben können, dass das so in unmittelbarer Nähe auch passiert. Und wir diskutieren heute das, was das für Auswirkungen sind für jede Einzelne und jeden Einzelnen. Sie erleben das, wenn Sie das Auto brauchen in der Früh, um in die Arbeit zu fahren. Der Spritpreis ist gestiegen. Wenn Sie mit Ihrer Unternehmerin, mit dem Unternehmer darüber reden, welche Produkte zu welchen Preisen angeboten werden können, weil bereits zum 3. Mal in dieser Woche die Lieferantin oder der Lieferant eine Preiserhöhung durchführen hat müssen. Oder dann, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht eingesetzt werden können, weil die Materialien noch gar nicht da sind, die eigentlich gebraucht werden, um die Projekte für die Kundinnen und Kunden umzusetzen. Und Sie erleben es, wenn Sie dann nach Hause fahren und den Haushaltseinkauf machen. Auch da sind bereits die Preise gestiegen. Das ist eine Situation, in der wir uns befinden, aufgrund vieler unterschiedlicher Gründe. Jetzt aber war es an der Zeit, die richtigen Entscheidungen bisher schon zu treffen. Und das hat die ÖVP mit den Grünen gemeinsam in der Regierung gemacht. Es wurde bereits ein Teuerungspaket und ein zweites Teuerungspaket auch auf die Reise geschickt, weil es nämlich wichtig ist, dort zu helfen, wo es notwendig ist. Weil es nicht wichtig ist, einfach einmal grundsätzlich zu sagen, wir senken alles oder wir geben einen Preisdeckel wo drauf, sondern es ist wichtig, denjenigen zu helfen, die diese Unterstützung jetzt im Moment am dringendsten notwendig haben. Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, ist so die eine oder andere Wortmeldung, die wir heute hier auch gehabt haben. Ich glaube, es ist jetzt in einer Zeit, in der wir uns befinden, die falsche Antwort, darüber zu diskutieren, ob wir einen Klassenkampf brauchen oder ob Flüchtlinge, die zu uns kommen und Schutz suchen, die Schuldigen sind und weiß nicht für was alles noch verantwortlich gemacht werden, so wie wir es heute in der Früh vom Kollegen Kickl von den Freiheitlichen gehört haben. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, das Geld, das Steuergeld, das auch da ist, treffsicher zu verwenden. Eines möchte ich aber schon sagen, und ich hätte es nicht von den NEOS gehört, was mich aber wundert, weil ich glaube, dass die NEOS da durchaus auch Partner sein können, ist, dass es notwendig ist, auch langfristig darauf hinzuschauen, wie das Geld eingesetzt wird, wie viel Geld eingesetzt wird und dass auch nicht die nächsten Generationen übergebührend belastet werden. Gerade für mich als junge Abgeordnete ist das ein Thema, wo wir wirklich verantwortungsbewusst auch hinschauen müssen. Es ist notwendig zu schauen, dort zu helfen, als öffentliche Hand, wo es jetzt im Moment gerade notwendig ist. Aber auch dann wieder hinauszugehen als öffentliche Hand, wo es nicht mehr notwendig ist, zu helfen. Und wir haben als ÖVP immer wieder auch bewiesen, dass es nicht sein kann, auf der einen Seite hohe Abgaben, so wie in Wien zum Beispiel, auch einzuheben und auf der anderen Seite großzügig zu verteilen, sondern dass es wichtig ist, und die ökosoziale Steuerreform zeigt das vor, es ist wichtig, dort, wo auch wirklich auch Geld erwirtschaftet wird, nämlich durch harte Arbeit, die Steuern zu senken und zu entlasten, damit die Menschen, Sie alle, die in Österreich leben und bei uns erwerbstätig sind, auch selbst entscheiden können, wofür sie das Geld ausgeben. Und ich glaube, wir brauchen hier eine vernünftige und ordentliche Debatte, weg von sämtlichen Klassenkämpfen und sonstigen populistischen Ansagen, hin zu den wirklich zukunftsentscheidenden, richtigen Fragestellungen und Antworten, damit wir die letzte Krise, die Krise, in der wir uns befinden und wahrscheinlich auch noch vielen Herausforderungen, die kommen werden, auch wirklich Herr werden können. Zu Wort gemeldet ist der 2 Teuerungspakete wären bereits von der Bundesregierung auf die Reise geschickt worden, sagt Martina Kaufmann von der ÖVP. Man müsse nun sicher gehen, dass Steuergeld treffsicher eingesetzt werde.